Großbritannien finden sie natürlich sofort. Die Kinder des privaten King's College bei Frankfurt. Die erste rein britische Schule in der Region ist im Sommer mit knapp 40 Schülern gestartet. Bald schon sollen es 600 sein. Viele Familien, die jetzt kommen, kommen wegen des Brexit. Was wir in den vergangenen Monaten beobachtet haben, ist, dass Leute kommen und sich unverbindlich informieren. Sie wollen herausfinden, was Frankfurt bietet. Zum Beispiel britische Schulen, weil ihre Arbeitgeber ihnen geraten haben, sich schon mal umzuschauen. Bei aller Unsicherheit, Frankfurt ist gewappnet. Denn schon seit dem Brexit-Referendum von 2016 rechnet man hier mit allem. Die Finanzbranche plant langfristig und hat sich auf den schlimmsten Fall eingestellt. Wir planen weiterhin mit dem harten Brexit. Das ist nicht nur im Sinne der Banken, sondern auch im Sinne der Aufsicht und nicht auch zuletzt im Sinne der Kunden, die halt weiterhin entsprechende Dienstleistungen bekommen möchten. Einer, der auch schon seit 2016 plant, ist Hubertus Fett. Er macht das Marketing für Frankfurt und umwirbt britische Banker. Gegen harte Konkurrenz. Dublin, Paris, Luxemburg und Amsterdam. Damals haben wir gesagt, es gibt ungefähr zwischen 100 und 150 Banken, von denen wir wissen, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit verlagern müssen. Und unsere Hoffnungen damals waren, 20 bis 25 davon an den Main zu holen. Deswegen sind wir heute ziemlich begeistert zu sagen, dass es 40 sind. Frankfurt wächst weiter in die Höhe. Überall entstehen neue Bürotürme. Und dennoch ist der Markt angespannt. Stefan Bräuning erinnert sich gut an die Zeit, als 2 Millionen Quadratmeter Bürofläche leer standen. Heute dagegen gilt, wer jetzt noch nicht in der City reserviert hat, kriegt nichts mehr. Die Spitzenmieten in Frankfurt steigen und steigen, das ist richtig. Wir sehen Abschlüsse bereits um die 46 bis 48 Euro den Quadratmeter. Das wird in den nächsten Jahren weiter steigen und wir rechnen damit, dass der Mietpreis irgendwann über die 50 Euro in den CBD-Lagen sein wird. Eine Entwicklung, die maßgeblich durch den erwarteten Brexit befeuert wird. Aber ob und wie der kommt, da steigen selbst die Briten am King's College nicht mehr durch. Ich habe viel Fernsehen geschaut, dann damit aufgehört. Ich habe eine Menge gelesen, dann nicht mehr. Ich drehe mich im Kreis. Ich habe das Gefühl, ich könnte den ganzen Tag Nachrichten schauen und wäre doch nicht schlauer.